Hallo, herzlich willkommen in diesem Video über RetiSmat. In diesem Video möchte ich ein weiteres bekanntes Mattbild vorstellen, nämlich das RetiSmat, das benannt ist nach dem genannten Schachspieler Richard Reti. Hierzu habe ich euch zu Beginn wieder die typischen Mattstellungen mitgebracht. Dieses Mal gibt es zwei typische Mattstellungen. Vor euch seht ihr nun die erste. Warum steht der König im Schachmatt? Der König auf C7. Wird angegriffen durch den Läufer auf D8, steht also im Schach. Der Läufer nimmt dem König gleichzeitig das Feld D6. Der Läufer wird bei dem Mattbild unterstützt durch den weißen Turm, der den Läufer verteidigt. Und gleichzeitig nimmt der Turm dem schwarzen König die letzten Felder D7 und D6. Der schwarze König steht also im Schachmatt, er kann nicht mehr fliehen. Das zweite typische Mattbild, das aus der Reti-Kombination resultieren kann, seht ihr nun vor euch. Hier steht der schwarze König auf E8. Dieses Mal wird er angegriffen vom weißen Turm, steht also im Schach. Dieses Mal wird der Turm unterstützt vom Läufer. Eben nicht der Läufer vom Turm, sondern der Turm vom Läufer. Der Läufer verteidigt den Turm, sodass der König den Turm nicht schlagen kann. Gleichzeitig nimmt der Läufer dem schwarzen König das Feld E7, sodass er nicht mehr nach vorne fliehen kann. Und der Turm nimmt dem schwarzen König natürlich auch noch das Feld F8 und D7, sodass auch dieser schwarze König im Schachmatt steht. So, wie kommt dieses Mattbild oder das zuvor gezeigte Mattbild zustande? Hierfür habe ich euch als Zwischenschritt zur vollständigen Reti-Kombination eine weitere Stellung mitgebracht, mit der wir uns die endgültige Kombination erarbeiten wollen. Hier sehen wir wieder den schwarzen König auf dem Feld D8 platziert, auf seiner Grundreihe. So, was waren die wichtigen Figuren für das Reti-Matt? Genau, es waren Turm und Läufer. Diese beiden Figuren arrangieren zusammen das Reti-Matt. Wie könnte dies nun passieren? Was fällt auf in dieser Stellung? Der Turm greift indirekt den schwarzen König an. Wäre der Läufer nicht da, würde der schwarze König im Schach stehen. Das heißt, jeder Zug mit dem Läufer würde den König angreifen. Wir wissen auch, der Läufer und der Turm arbeiten zusammen. Was wären gute Züge für den Läufer? Wir suchen wieder zwingende Züge. Zwingende Züge sind Schachzüge. Wo kann der Läufer hier Schach setzen? Jeder Zug mit dem Läufer ist ein Schach, denn der Turm sagt Schach. Aber was noch besser ist als Schach, sind oftmals Doppelschachs. Doppelschachs sind Züge, mit denen zwei Figuren gleichzeitig Schach sagen. Das heißt, wir finden mit dem Läufer folgende beiden Züge. Wir finden Läufer G5, weil der Läufer von hier den schwarzen König Schach setzen würde. Und wir finden den Zug Läufer A5, da auch. Entschuldigung, grün. Der Läufer den König Schach setzen würde. Und gleichzeitig natürlich der Turm den König Schach setzen würde. Nun schauen wir uns mal an. Hier ist der richtige Zug Läufer G5. Der König steht im Schach. Auf ein Doppelschach. Ich zeige es euch nochmal ein. Schach und Schach kann man immer nur reagieren, indem man mit dem König zieht. Da man kann ja nicht beide Figuren gleichzeitig schlagen und man kann auch nicht durch beide Schachgebote eine Figur stellen, damit das Schachgebot unterbrochen ist. Also, welche beiden Felder bleiben dem König? Dem König bleibt nur das Feld E8 und das Feld C7. Denn das Feld E7 nimmt ihm der Läufer und das Feld D7 nimmt ihm der Turm. Schauen wir uns an, was passiert, wenn der König auf E8 zieht. Zieht der König auf E8, erinnern wir uns an das vorige Diagramm, als der Turm auf D8 Schachmatt gesetzt habe. Und das ist auch hier wieder der richtige Zug, denn der Turm sagt Schach und wird dabei vom Läufer unterstützt. Der Läufer nimmt ihm gleichzeitig das Feld E7 und weitere Felder steht dem König hier nicht zur Verfügung, da er durch seine eigenen Figuren blockiert wird. Und das Feld D7
nimmt ihm natürlich der Turm. So, was passiert, wenn der König auf C7 zieht? Nun erinnern wir uns an die erste Diagrammstellung, als der Läufer den König schachmatt gesetzt hat. Das einzige Schach, das hier sinnvoll erscheint mit dem Läufer, ist Läufer D8. Denn er greift den König an und nimmt ihm gleichzeitig das Feld B6. Der Läufer wird unterstützt vom Turm, der ihn verteidigt und dem König gleichzeitig die Felder D7 und D6 wegnimmt. Also Schachmatt. So, das war nun der Zwischenschritt. Die eigentliche Reti-Kombination seht ihr im nächsten Diagramm aufgebaut. Aber ihr werdet sehen, ihr könnt auch diese lösen, nachdem wir diese Schritte nun vorbereitet haben. So, schauen wir uns diese Stellung an. Wir haben den König auf E8 wieder positioniert. Wir finden unseren Turm und darum sind Läufer, die wir für unsere Kombination benötigen. Im vorigen Diagramm stand der König auf D8. Schon im Angriff des Turms, sodass wir einen Doppelschach geben konnten. Das wäre ein Ziel, in dieser Stellung zu erreichen. Wie könnten wir dieses hier erreichen? Hierfür ist es wieder wichtig, zwingende Züge zu erreichen. Wie schaffen wir es, dass der König auf D8 ziehen muss? Wir finden unsere Dame, die uns unterstützen kann. Dame sind übrigens immer gute Figuren, die bei Kombinationen unterstützen können, da sie natürlich sehr viele Möglichkeiten haben und sehr stark sind. Also, die Dame kann hier auf D8 ziehen, sodass der König gezwungen ist, die Dame zu schlagen, denn er steht im Schach und die Dame nimmt ihm auch alle anderen Felder. Der König ist gezwungen, die Dame zu schlagen. Nun haben wir wieder den indirekten Angriff unseres Turmes auf den König. Das heißt, wir müssen nur noch unser Doppelschach suchen. Wo ist hier unser Doppelschach? Genau, mit dem Läufer auf G5. Der Läufer sagt Schach, der Turm sagt Schach. Der König muss reagieren. Das einzige Feld des Königs ist hier das Feld E8. Nun, wie setzen wir Schachmatt? Genau, einziges Schachgebot dieser Stellung, Turm D8. Turm greift den Läufer an, wird verteidigt durch den Läufer. Und der Läufer nimmt ihm das Feld E7 und der Turm selbst nimmt dem König das Feld F8 und D7, also Schachmatt. Gut, ich habe euch noch eine Stellung gebracht, aber ihr werdet sehen, nachdem wir diese gelöst haben, fällt euch diese genauso einfach. Diese Stellung. Wie können wir hier Schachmatt setzen? Genau. Wir finden wieder den schwarzen König auf E8 platziert. Wir finden wieder unseren Läufer und unseren Turm, die wir für die Kombination benötigen. Wir erinnern uns an die Diagrammstellung zuvor. Wir wollen, dass der König auf D8 steht, damit wir einen Doppelschach geben. Auch hier haben wir wieder eine Dame, die uns dabei unterstützt. Probieren wir einfach mal aus, was passiert, wenn wir mit der Dame auf D8 ziehen. Schlägt der König die Dame, können wir wieder unser Doppelschach auf G5 geben. Wieder ist der König gezwungen, auf E8 zu ziehen. So, wie geht es nun weiter? In der Diagrammstellung zuvor haben wir wieder mit dem Turm auf D8 Schach gegeben. Auch hier ist dieses Schachgebot der einzige Zug, einzige zwingende Zug, das einzige Schachgebot. Ist es hier Schachmatt? Nein, in dieser Stellung leider noch nicht. Denn welches Feld bleibt dem König übrig? Das Feld F7. Ist unsere Kombination nun gescheitert? Nein, wir müssen noch weiter suchen, weiter zwingende Züge suchen. Wo wäre hier ein Schachgebot? Wir finden ein Schachgebot mit den Türmen, mit dem Turm, hier oder hier. Aber wir sehen, dass diese Felder
bedroht sind von den schwarzen Figuren von Turm und Läufer. Also verteidigt, verteidigt. Was wäre ein weiteres Schachgebot? Mit dem Bauern. Mit dem Bauern. Bauer E6 wäre auch ein Schachgebot. Ich zeige euch die Kombination. Ich gebe zu, sie ist wirklich sehr schwierig. Aber ihr werdet sehen, dass ihr es auch, wenn man zwingende Züge verfolgt, hättet lösen können. Oder vielleicht auch gelöst habt. Also, wir sagen Schach mit dem Bauern. Der König hat nur die Möglichkeit zu schlagen oder König G6 zu ziehen. Schauen wir uns zuerst an, was passiert, wenn der König den Bauern schlägt. Schlägt der Bauer den König, müssen wir wieder ein Schachgebot suchen. Wo wäre ein Schachgebot, wo unsere Figur auch wirklich sicher steht? Dieses Schachgebot schauen wir uns immer zuerst an. Hier entdecken wir noch weitere Figuren, die uns beim Mattsetzen unterstützen können. Der Springer und dieser Springer. Hier könnte dieser Springer von diesem Feld den gegnerischen König Schach setzen. Und wir sehen, alle unsere Figuren arbeiten toll zusammen. Der Läufer nimmt dem König diese beiden Felder. Der Springer nimmt dem König dieses Feld. Und der Turm nimmt dem König diese Felder und dieses Feld, sodass dem König lediglich noch dieses Feld bleibt. Also ist der König gezwungen, hier hinzuziehen. So, und wer findet nun das Schachmatt? Das einzige sichere Schach in dieser Stellung, in dem unsere Figur nicht geschlagen werden kann, wenn sie Schach gibt, ist mit dem Springer auf E5. Der Springer greift den König an. Bleibt dem König jetzt noch ein Feld? Nein, denn der Turm nimmt dem König diese Felder. Dieser Springer nimmt dem König diese Felder. Und dieser Läufer nimmt dem König dieses letzte Feld. Vier Figuren arbeiten zusammen und setzen den schwarzen König Schachmatt. Eine wunderschöne Endstellung, meiner Meinung nach. Schauen wir uns aber noch an, was passiert, wenn der König auf G6 zieht. Wer findet hier ein Schachmatt? Genau, auch hier darf unser Springer auf E2 auch noch mitarbeiten. Ah, Entschuldigung, falsch. Indem er auf das Feld F4 zieht. Der Springer sagt Schach. Der Springer nimmt dem König gleichzeitig dieses Feld. Der Läufer nimmt dem König dieses Feld und dieses Feld. Dieser Springer verteidigt den Läufer, sodass der König den Läufer nicht schlagen kann. Und unser kleiner Bauer nimmt dem König sein letztes Feld, sodass auch hier wieder alle vier Figuren zusammen den König Schachmatt setzen. So, ich gebe zu, das war eine schwierige Kombination. Ich zeige sie euch nochmal, aber ihr werdet sehen, wir machen immer zwingende Züge. Deshalb ist es wichtig, immer auf die zwingenden Züge zu achten. Schach, König nimmt, Doppelschach, König zieht weg, Schach, König zieht hoch, Schach, König schlägt, Schach, König zieht, Schach. So, das war mein Video über das Rettigsmatt. Im nächsten Video werde ich euch das Andersensmatt vorstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen.